Badminton zwischen Herrn Rohrbach und mir angeschaut habt und jetzt auch hoffentlich wisst, wer gewonnen hat, bin ich jetzt hier im Kamperwald, um euch Badminton an ungewöhnlichen Orten zu zeigen. Also nächstes Mal, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auch im Wald, ob es im Wald ist oder am See, wie auch immer, nehmt Schläger und Ball mit und macht einfach mal coole Sachen damit. Zum Beispiel balancieren. Oder auch hochhalten. Oder, wenn ihr am Boden seid, natürlich auch ein Longshot. Also versucht mal, so weit es geht, zu schlagen. Ich bin angekommen hier am Wandelweg, der den Zechenpark, also ehemaliges Landesgartenschaugelände, mit dem Kloster Kamp verbindet. Wunderschöner Wandelweg, 3 Kilometer lang, ist eine Reise wert und nächstes Mal mit Badmintonschläger und Badmintonball, um auch so coole Sachen zu machen wie ich. Und zwar zum Beispiel einfach mal hochhalten. Achtet auf den Wind. So, und als finale Challenge versuche ich jetzt den Ball in einem Schlag, in einem langen Schlag über den Bachlauf zu transportieren oder zu schlagen. Ich hoffe, der wird nicht nass, der Ball. Yay!